Liebe Studierende, in diesem Beispiel möchte ich den konkreten Fall eines fallenden Objektes, einer fallenden Kugel, in einem Medium berechnen. Das heißt, hier haben wir ein Fallproblem, aber wir berücksichtigen auch Reibungseffekte. Der Einfachheit halber nehme ich hier eine Kugel an. Es könnte aber auch ein einfaches Modell sein für irgendein anderes Objekt, das fällt, oder ein Fallschirmspringer, der fällt in der Luft, solange den Fallschirm nicht aufmacht. Hier ist die Situation aufgezeichnet. Wir wählen also die Z-Achse nach oben. Wir haben die Masse, die Kugel mit Masse m, die fällt, hier angedeutet das Medium. Welche Kräfte wirken nun auf diese Kugel? Es wirkt die Gravitationskraft auf die Kugel und es wirkt eine Reibungskraft. Und wenn wir jetzt annehmen, dass die Kugel nach unten fällt, wirkt die Reibungskraft nach oben. Die Reibungskraft wirkt nämlich entgegengesetzter Bewegungsrichtung. Schreiben wir also zuerst die Kräfte hin, das sind eben alle Kräfte, die auf den Körper wirken. Jetzt für die Gravitationskraft wissen wir, in diesem Fall ist es m mal g mal minus Einheitsvektor in Z-Richtung, weil die Z-Achse nach oben positiv gewählt wurde. Und die Reibungskraft nehmen wir jetzt nun an. Im Wesentlichen das einfache Gesetz, dass die Reibungskraft proportional zur Geschwindigkeit ist, also direkt proportional zur Geschwindigkeit mit einer bestimmten Proportionalitätskonstante. Und wir nehmen an, dass sie entgegengesetzte zur Geschwindigkeitsrichtung ist. Also wir schreiben minus Kappa mal v. Das ist die Geschwindigkeit des Objektes. Und Kappa ist eine Konstante, die vom Medium abhängt. Die Geschwindigkeit hier, die ist eigentlich immer zu nehmen als Relativgeschwindigkeit zwischen dem sich bewegenden Objekt und dem Medium. Wenn wir nun aber annehmen, dass unser Medium, zum Beispiel die Luft, die Atmosphäre, in Ruhe ist bezüglich unseres Koordinatensystems, dann ist das auch gerade gleich die Geschwindigkeit relativ zu unserem Koordinatensystem. Und wenn wir nun einen Fall beobachten, der einfach senkrecht nach unten geht, nur in die Z-Richtung verläuft, dann können wir ab jetzt nur mehr die Z-Komponenten dieser Bewegung anschauen. Wir berechnen also nicht mehr mit Vektoren, sondern wir schauen uns nur mehr die Z-Komponenten an. Das bedeutet, Fg Z-Komponente ist dann minus m mal g. Und das bedeutet, Fr Z-Komponente ist dann einfach minus Kappa Vz. Z-Komponente und das bezeichnen wir minus Kappa mit Z-Punkt von t. Und damit können wir das zweite Newtonsche Axiom hinschreiben. Es gilt der Summe aller externen Kräfte Fg plus Fr ist gleich Masse mal Beschleunigung. Und wiederum schauen wir uns jetzt nur in der Z-Komponente an. Das bedeutet, minus m mal g minus Kappa Z-Punkt von t ist gleich Masse mal die Z-Komponente der Beschleunigung. Aber die Z-Komponente der Beschleunigung ist einfach m mal Z2-Punkt. Jetzt dividieren wir beide Seiten durch m. Jetzt tausche ich einfach die vertausche die Seiten. Das heißt, ich schreibe das jetzt so. Das liefert uns folgende Gleichung. Z2-Punkt ist gleich minus g minus Kappa durch m Z-Punkt von t. Jetzt definiere ich eine neue Konstante. Ich definiere als Alpha ist gleich Kappa durch n. Ich nehme an, das ist größer als 0. Das ist eine Konstante wiederum, die hängt eben ab von der Masse des zu fallenden Objektes und von dieser Konstante hier, die hängt vom Medium ab. Und jetzt kann ich das nochmal umschreiben. Ich kann das Ganze schreiben als Z2-Punkt von t ist
Also minus g plus Alpha mal z Punkt von t. Und jetzt haben wir eine Differentialgleichung für z von t bzw. z Punkt von t. Und um diese Differentialgleichung etwas einfacher oder elegant zu lösen, führen wir eine Variablentransformation durch. Ich führe eine neue Variable ein, die nenne ich u von t. Und die Variable ist gegeben aus g plus Alpha z Punkt von t. Das bedeutet, jetzt schreibe ich hier oben weiter, das bedeutet, dass u Punkt von t gleich ist, die Ableitung hier fällt weg, g ist eine Konstante, das heißt, es gibt Alpha z2 Punkt von t. Beziehungsweise, damit gilt also, z2 Punkt von t ist 1 durch Alpha u Punkt von t. Und das setze ich jetzt ein, das setze ich hier ein. Und hier setze ich die Definition von u ein. Daraus folgt also, ich kann die Differentialgleichung hier, kann ich auch schreiben als 1 durch Alpha u Punkt von t ist gleich minus u von t. Hier steht u, also minus u von t. Oder u Punkt von t ist gleich minus Alpha u von t. Jetzt haben wir eine Differentialgleichung erster Ordnung. Die Frage ist also, welche Funktion u von t ergibt einmal abgeleitet nach t minus Alpha mal sich selbst. Und das ist eine Art von Differentialgleichung, die sehr oft auftritt, die wir auch sehr oft sehen werden. Ich schreibe hier einfach die Lösung hin. Die Lösung ist immer von der Form u von t ist irgendeine Konstante mal eine Exponentialfunktion, e hoch minus Alpha t. Und c ist eine Konstante, die wir noch zu bestimmen haben. Jetzt können wir kurz checken, dass in der Tat eine solche Exponentialfunktion diese Klasse von Differentialgleichungen löst. Wir leiten einfach u von t ab. U Punkt von t ist, gibt die Konstante. Dann e hoch minus Alpha t abgeleitet, gibt die Funktion selbst wieder. Eine Exponentialfunktion abgeleitet, gibt wiederum dieselbe Exponentialfunktion, mal die innere Ableitung. Die innere Ableitung ist minus Alpha. Das ist also minus Alpha c e hoch minus Alpha t. Und das ist ja gerade wieder u, also minus Alpha u von t. Und das passt. U Punkt von t ist gleich minus Alpha u von t. Das stimmt also. Okay, jetzt haben wir diese Lösung. Daraus folgt also, u von t ist c mal e hoch minus Alpha t. Und jetzt setzen wir wieder ein, was wir für ein u von t eigentlich definiert hatten, nämlich u von t ist aber g plus Alpha c Punkt von t. Und damit kommen wir wieder zurück auf die Variable z, beziehungsweise z Punkt. T. Das bedeutet, ich kann das jetzt einfach umformen nach z Punkt von t. Das heißt, ich habe also die Lösung gefunden für z Punkt von t. Das ist praktisch genau die v-Komponente in z-Richtung der Geschwindigkeit. Vz von t ist gegeben aus 1 durch Alpha c e hoch minus Alpha t minus g. Das ist die allgemeine Lösung für die Geschwindigkeit dieses Körpers in z-Richtung als Funktion der Zeit. Um eine spezielle Lösung zu finden, müssen wir noch Anfangsbedingungen festlegen. Zum Beispiel Anfangsbedingung. Ich kann wählen, dass vz von t gleich 0, wähle ich 0. Das bedeutet, der Körper ist zuerst in Ruhe und wird dann fallen gelassen. Was bringt das? Jetzt schauen wir uns das an. Das bedeutet, das folgt, hier steht 0, 0 ist gleich 1 durch Alpha, c mal e hoch minus Alpha 0 ist 1, minus g.
Und aus dieser Gleichung können wir nun die Konstante bestimmen. Deswegen sind die Anfangsbedingungen wichtig, damit legen wir diese allgemeinen Konstanten fest. Daraus folgt also, C ist gleich G. Und damit haben wir die spezielle Lösung für diese Anfangsbedingungen gefunden, nämlich Vz von T. Jetzt kann ich das G herausheben, weil es tritt hier auf und hier auf. Ist also G durch Alpha mal E hoch minus Alpha T minus 1. Das wäre also unsere Lösung. Und jetzt können wir uns noch überlegen, was passiert für große Zeiten. Also, für t gegen unendlich gilt Vz von t gegen unendlich, oder zumindest für Zeiten, für Zeitwerte hier, die groß sind, relativ zu 1 über Alpha. Dann wird nämlich dieser Exponent klein. Vz für t gegen unendlich geht also, es geht dann gegen 0. Zeit geht also minus g durch Alpha gegen einen endlichen Wert. Das heißt, nach einer großen Zeit ändert sich die Geschwindigkeit nicht mehr und nimmt einen konstanten Wert an. Und diesen Wert nennt man die Grenzgeschwindigkeit. Diese Grenzgeschwindigkeit würde man auch auf einfache Art finden, gleich am Anfang der Bewegungsgleichung, nämlich die Grenzgeschwindigkeit ist also jene Geschwindigkeit, die erreicht wird nach einer bestimmten Zeit und ab dem Zeitpunkt bleibt die Geschwindigkeit konstant. Man kann sich das so vorstellen, am Anfang nimmt die Geschwindigkeit zu, aber wenn die Geschwindigkeit zunimmt, nimmt auch die Reibungskraft zu. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist die Reibungskraft dann genau gleich groß wie die Gewichtskraft. Das heißt, die Summe aller Kräfte, in diesem Fall auf den Körper, wird dann 0. Das heißt, die Beschleunigung wird in diesem Fall 0. Und dann kann ich aus dieser Gleichung sofort sehen, wenn hier rechts 0 steht zu diesem Zeitpunkt, dann muss das gleich das sein. Also Reibungskraft gleich Gewichtskraft. Und aus Gleichsetzen von Reibungskraft gleich Gewichtskraft kriege ich genau dieselbe Bedingung, nämlich dass die Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt gerade minus g durch Alpha sein muss. Das wäre also eine konkrete Lösung dieses Problems.